Wie du ein Kajal schnell und einfach auf der oberen Wasserlinie auftragen kannst, damit deine Wimpern dichter wirken und mehr Ausdruck bekommen. Du möchtest gerne wissen, wie du ein Kajal auf der oberen Wasserlinie aufträgst? Es ist ganz einfach und gibt einen super Effekt, denn deine Wimpern wirken so viel voller und dichter. Für die obere Wasserlinie verwende ich immer einen schwarzen Kajal, der sehr weich ist und hochpigmentiert. So lässt er sich leicht auftragen und macht einfach schöne, volle, dichte Wimpern. Unten habe ich jetzt schon einen Kajal in der Farbe Aubergine, passend zu meiner Bluse, aufgetragen. Aber jetzt zeige ich dir mal, wie man schnell und einfach mit einem Kajal die obere Wasserlinie schminkt. Zum Auftragen senkst du den Blick nach unten und ziehst mit der anderen Hand dein oberes Lid leicht nach oben, sodass du dann von außen nach innen mit kleinen Strichen den Kajal auftragen kannst. Wenn du dabei etwas blinzeln musst, kein Problem, kurz absetzen, warten und dann nochmal. Ich weiß, es kitzelt etwas und es ist anfangs etwas ungewohnt, aber ich sage dir, es lohnt sich wirklich. Ich empfehle auch, den Kajal auf der oberen Wasserlinie nur bis 2/3 des Auges, also nicht bis ganz in den Innenwinkel aufzutragen. Ich persönlich finde das einfach schöner. Du kannst es natürlich auch bis nach vorne durchziehen. Ich habe den Kajal jetzt nur hier aufgetragen und wie du sehen kannst, sehen meine oberen Wimpern schon viel dichter und voluminöser aus. Jetzt trage ich noch schnell Mascara auf und dann siehst du den Unterschied noch mehr. So, schon fertig. Wenn man jetzt den Vergleich anguckt zwischen dem Auge mit Kajal auf der oberen Wasserlinie und dem Auge ohne, dann sieht man doch einen deutlichen Unterschied, dass die Mascara oder die Wimpern hier halt einfach viel, viel dichter aussieht und es dadurch einfach viel mehr Volumen gibt und viel mehr Ausdruck für deine Augen. Also nochmal kurz zusammengefasst, der Kajal sollte weich sein, sehr hochpigmentiert, wasserfest, damit er den ganzen Tag hält und am besten in schwarz, dann passt das nämlich zu deiner schwarzen Mascara. Und Übung macht den Meister. Es kitzelt am Anfang zwar etwas, aber für den Effekt lohnt es sich, sich daran zu gewöhnen. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Dann gib uns doch gleich einen Daumen hoch und abonniere den Kanal, damit du noch mehr solcher kurzen Schminktipps von uns bekommst. Schreib uns auch in die Kommentare, ob du auch schon mal ausprobiert hast, den Kajal auf der oberen Wasserlinie aufzutragen und was deine Erfahrungen damit waren. Wir freuen uns auf deine Kommentare. Bis bald, deine Lisa.